Einen wunderschönen. Yay, heute war mal wieder Flohmarkt bei uns. Und nicht mal so ein ganz kleiner. Gut, ich wohne jetzt eher in einem kleinen, in einer Kleinstadt. Da sind die Flohmärkte halt nicht so groß wie in, sag ich mal, Nürnberg, Stuttgart, keine Ahnung wo. Aber ich finde, man findet da auch immer wieder mal was ganz Nettes. Und ich fange jetzt mal so nach der Reihenfolge an, wie ich es bekommen habe. Sagt natürlich auch die Preise und so weiter dazu. Und zwar, eigentlich gleich ziemlich am Anfang, habe ich zwei Sachen gefunden. Und zwar einmal für meine PSP ein UMD-Video von Spider-Man 2. Also, nichts Besonderes, aber ich habe bisher nur einen UMD-Film, und zwar Terminator, glaube ich, die Abrechnung oder wie der heißt. Und warum nicht? Ich finde es cool, diese UMDs, und lasst es sich auch echt toll angucken. Und was ich an dem Stand noch mitgenommen habe, war Blood Wake für die Xbox. Den kompletten Zustand. Das Handbuch sieht auch noch sehr gut aus mit verschiedenen Beipackzettel. Die CD ist, ja, sieht gut aus. Und ja, alles in allem ein guter Zustand. Diese zwei Sachen haben mich gekostet 5 Euro. Also 2,50 pro Titel. Kann man nichts verkehrt machen. Und so geht es eigentlich fast jetzt das ganze Video weiter, weil irgendwie habe ich fast immer zwei Dinge gefunden. Und zwar, hoppala, war ich beim nächsten Stand und da gab es einmal ein PlayStation 1 Spiel, Hidden and Dangerous, leider ohne Anleitung. Also wenn mir da jemand eine Anleitung hätte, wäre ich sehr froh drüber. Die CD, ja, weist leichte Kratzer auf, aber nichts Gravierendes. Und dann habe ich noch mitgenommen, es lag ganz unter vergraben in der Kiste, ein Gameboy-Spiel International Track and Field mit Hülle, die ein bisschen, ja, angemalt wurde. Aber ich habe hier schon ein bisschen mit Ding gearbeitet, mit Alkohol, und es geht auf jeden Fall weg, die Farbe. Die zwei Sachen haben mich auch zusammen 5 Euro gekostet. Dann geht's weiter mit Der König der Löwen, Simbas großes Abenteuer, auch für die PlayStation 1. Die Hülle sieht jetzt gut aus, weil ich die Hülle getauscht habe, weil die andere etwas kaputt war. Leider fehlt auch hier die Anleitung, also wenn mir da jemand eine hätte, wäre ich sehr froh drüber. Und aber ansonsten sieht das Spiel noch sehr gut aus, also die CD ist auch noch in, na, bisschen mehr Licht, naja, will nicht, egal, auch in gutem Zustand. Alles in allem hat mich gekostet 2,50. Ja, die waren heute alle sehr gnädig mit den Preisen. So, dann ging es weiter. Das hat mich jetzt ein bisschen mehr gekostet, aber ich finde, es hat sich auch gelohnt. Und zwar habe ich einmal Borderlands 1 für die Xbox 360 und Borderlands 2 für die Xbox 360. Beide mit diesem Pappschuber. Und auch an den Ecken ist eigentlich so gut wie nichts zu sehen von irgendeiner Abnutzung. Ich hole jetzt einfach mal einen Teil raus, also den zweiten holen wir jetzt mal raus. Hier auch noch dieser Xbox Barcode. Komplett mit Anleitung, sogar mit Download-Code. Bin ich mal gespannt, ob der geht, aber das kann ich erst mal testen, wenn ich meine Xbox 360 besitze. Aber ich habe mir gedacht, das kann ich nicht liegen lassen, die zwei Spiele. Also 1 und 2 mit Anleitung, sehr guter Zustand, mit Pappschuber. Na, geh wieder rein in diesen Pappschuber, komm. So, die zwei Spiele haben mich gekostet 8 Euro. Macht 4 Euro pro Titel, und ich denke mal, das ist genehm, der Preis. So, dann geht's weiter. Und zwar habe ich in so einer
Ramschkiste, wo ein Euro dran steht, was mitgenommen, aber ich glaube, das ist auch nicht mehr wert wie ein Euro, aber egal. Und zwar das Spiel Brute Force für die Xbox. Das Cover ist leider etwas wellig. Ich habe schon die Hülle ausgetauscht, weil die war auch schon etwas ranzig. Und ja, aber ansonsten das Spiel an sich ist in einem guten Zustand. Nur die Hülle ist halt etwas, das Cover ist etwas wellig und das Xbox-Logo ist nicht mehr grün, sondern blau. Aber entweder ich druck mir noch mein eigenes Cover aus, dass es schicker aussieht, oder ich probiere mal, ob man vielleicht diese welligen Cover bügeln kann, wenn man weiß nicht, ob jemand vielleicht damit Erfahrungen hat, ob das funktioniert. Mal in die Kommentare schreiben, würde mich echt mal interessieren, weil müsste ja theoretisch gehen. So, dann eigentlich mein teuerster Kauf, aber das war auch ziemlich am Schluss, fast am Schluss, war einmal wieder Borderlands, die Game of the Year Edition, Classic, und Bulletstorm für die Xbox 360. Also ihr seht, ich habe viele Xbox 360 Spiele gekauft. Problem an der ganzen Sache ist, ich habe keine Xbox 360, aber mal schauen, was an Weihnachten oder so passiert. Die beiden Spiele sind auch komplett. Und ja, mit Anleitung. Wie gesagt, es war etwas teurer. Ich weiß auch nicht, ob ich da vielleicht sogar ein bisschen schlecht vom Ding her war. Aber ich habe jetzt für beide Titel zusammen 15 Euro bezahlt. Also 7,50 Euro pro Titel. Ich finde, es klingt nicht viel. Aber ich muss sagen, ich war halt echt geil auf das Spiel. Weil das kenne ich noch von PC. Und ich fand das richtig geil. Und ja. Könnt ihr mir mal sagen, ob es jetzt zu teuer oder okay war. So, und dann kommen wir zum letzten Titel. Eigentlich waren wir da schon auf dem Rückweg und ich wurde bloß an der Hand gezogen und es wurde gesagt, komm, geh mal. Und habe ich gesagt, ja, okay. Dann habe ich halt an dem Stand noch ein PSP-Spiel gesehen und zwar Ratchet & Clank Size Matters. Komplett mit Anleitung. Habe ich mitgenommen vor Unos Euros, einen Euro, fand ich echt in Ordnung. Er wollte eigentlich zwei, hab gesagt, komm, einen. Dann hat er gesagt, komm, nimm's mit, für einen Euro ist okay. Was mir bloß an dem Flohmarkt sehr aufgefallen ist, es waren viele Leute da, die einfach nur Spiele auslegen und nicht schauen, sind Anleitungen drin oder sind überhaupt die Spiele drin. Zum Beispiel, ich habe in einer Kiste rumgegruschelt und dann habe ich gesagt, oh, Tekken 3, haben wir gedacht, cool. Mir würde noch die Anleitung für Tekken 3 fehlen. Vielleicht ist sie da drin. Aber ich ziehe das Spiel raus, legt die Schlümpfe drin. Das ist super. Das habe ich jetzt braucht, dass da Schlümpfe drin liegt. Aber naja, was willst du machen? Später nochmal bei jemand so aus in die Gruselkiste mit ganz viele PSP-Spiele. Jedes Mal aufgemacht, entweder war kein Spiel drin oder die Anleitung, die Anleitung hat gefehlt und die Hülle ist auseinandergefallen und dann wolle die Preis utopische, was weiß ich, 6 Euro von PSP-Spiel. Das sage ich, nee, niemals. Ich kaufe dir alle PSP-Spiele für 6 Euro ab, aber nicht in so einem ranzigen Zustand. Naja, aber ich glaube, damit müssen wir leben und wir müssen halt auch immer reingucken, ob tatsächlich Spiele sind, weil ich muss sagen, ich bin manchmal unvorsichtig und kauf was, nehm's mit und später denke ich mir, ich habe nicht mal in die Hülle reinguckt. Wenn ich Pech habe, ist ja gar nichts drin. Gut, bei den Spielen, die waren jetzt nicht teuer, aber ich habe trotzdem mein Geld für ausgegeben. So, und dann habe ich noch eine kleine Sache. Und zwar war ich heute bei unserem... Heute war verkaufsoffener Sonntag bei uns und da gab es 10% auf alles. Und ich wollte es eigentlich schon immer mal mitnehmen, weil mich das interessiert ein bisschen. Und zwar habe ich mir von Animal Crossing AR-Karten mitgenommen, ein Päckchen. Und ja, 10% billiger, 5 Euro, also ich finde es okay, 50 Cent billiger, das kann man mal mitnehmen. Und ich habe mir gedacht, ich packe es auch mal gleich auf, dass wir mal zusammen reingucken können, was da drin ist. So, und zwar sind immer, da steht da drauf, 3 Karten und eine davon ist eine Special-Karte. Okay, was haben wir denn da? Wir haben einmal Poppy,
40. Jawohl, fliegen wir aus der Hand. Dann haben wir Portia. Was ist denn das eigentlich? Ist das ein Hund oder ist das eine Kuh oder was soll das sein? Und dann haben wir noch die Special-Karte und zwar Digby. Wunderschön glänzend. Wahnsinn. Nö, ich hab mir gedacht, ich nehme das mal mit, mal anschaue. Eigentlich wollte ich diese AR-Karte überhaupt nicht kaufen, aber 50 Cent gespart, was soll's, nehmen wir mal mit. So, das war's von Flohmarkt. Nächste Woche ist bei uns wieder einer, aber was ganz Kleines, also ich habe da nicht sehr große Hoffnungen, dass ich da überhaupt was finden werde. Und das sehen wir ja dann, ob ich was finden werde, und wenn nicht, dann halt nicht, gell? Also ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, haltet die Ohren steif und man sieht sich. Bis dann, ciao!